Hey Freunde der Sonne und damit herzlich willkommen. Ja, jetzt wird auch LOL angezeigt. Zu League of Legends. Ja, es ist eine Weile her. Für einige wird es neu auf meinem Kanal sein. Aber es gab ja noch eine Zeit vor Trainer Go. Zwar keine Videos mehr, weil ich ja aus Rage gelöscht habe, aber es gab eine Zeit vor League of Legends, vor Trainer Go. Und zwar mit League of Legends. Season 1 bis Season 5 sehr aktiv, gerade auf einem anderen Account. Ich spiele gerade auf Lederzwerg, meinem ehemaligen Smurf, mein aktueller Main, weil ich alle meine anderen Accounts verkauft habe. Und ja, es hat sich einiges getan. Mastery sehe ich gar nicht durch, mit neuen Champions sehe ich noch gar nicht durch. Hier spielen wir auch gegen Kane. Keine Ahnung. Echt null Ahnung. Von daher, entschuldigt, wenn es aktuell keine Ranks sind, so wie früher. Ich muss mich erstmal wieder in das Spiel reinfinden. In Livestreams werden wir noch LOL spielen. Und jeden Sonntag wird jetzt auch eine LOL-Folge kommen. Und es geht los. Ja, diese Super-Serie, diese Super-Sonntags-Serie mit meinem ehemaligen Main-Champion Galio. Ich weiß, dass er ein Rework bekommen hat. Und ich bin gespannt, ob sie es kaputt gemacht haben. Mastery ist wirklich, keine Ahnung. Ihr könnt mich ruhig flamen. Wenn es falsch ist, erstmal kurz Müll zur Seite legen. Damit ich an die Tastatur komme. Ja, ich muss gegen Tartus. Bin gespannt. Ich könnte jetzt aber auch mal ein paar nach der Elo gucken. Den Account habe ich die letzten Jahre. Nicht viel. Wie Season ist jetzt 8? Die letzten 2 Jahre an einem Freund gegeben. Der hat ein bisschen gespielt, aber hat auch aufgehört im März dieses Jahr. Naja. Passt schon. So, gegen was müssen wir denn eigentlich so ran? Wir werden es schon schaffen. Wir werden es schon schaffen, Leute. Ich will gar nicht gucken, gegen was wir spielen. Wir müssen das einfach schaffen. Wisst ihr warum? Weil wir Galio spielen. Da gibt es keine andere Möglichkeit als Gewinn. Mein ehemaliger Main-Champion. Ich bin halt wirklich gespannt, wie sie ihn kaputt gemacht haben. Geht das Spiel auch irgendwann los oder eher so? Nee. Ach, Xayah. Was ist das hier für ein gutes Icon, Katarina? Porokönig? Keine Ahnung. Sieht ein bisschen aus wie Monster Hunter Traven, hm? Statue auf Kartus hat auch nie bekommen, okay. Oh, Platin-Spieler, Goldspieler. Gut, Platin war früher für mich. Da habe ich geweint, wenn ich sowas im Team hatte. Aber, naja. Das sind neue Zeiten. Ich muss lernen, auch zu verlieren. Was mir früher nicht so oft passiert ist. Aber hin und wieder. Ich werde jetzt wahrscheinlich echt häufiger verlieren. Ich muss mich erstmal ins Spiel wieder reinfinden. Ich guck mal, wie meine Mechanics funktionieren. Tartus ist natürlich schon. Bin ich fast gespannt. The True Mr. Outplay haben wir im Team. OG Rengar. Gibt's das Team noch, OG? Ich glaube, XP hat da gespielt. Ist gerade zu OG gegangen, wo ich aufgehört habe. Nee. Das habe ich später noch gesehen. Egal. Ich will jetzt auch nichts labern. Xayah braucht eh eine Stunde. Es geht los. Ich muss selbst mal gucken, ob meine Hotkeys noch funktionieren. Ja, Galio. Q. Sieht anders aus. Macht's auch was anderes? Lass mich loslaufen, danke. Ich will keine Tipps haben. Die weggehen. Blablabla. Warum ist das Englisch? Ich habe es mal eingestellt wegen der Sprache, alles klar. Gut, jetzt habe ich natürlich ein bisschen verkackt. Ah, hier ist jemand. Da ist jemand. Jenna macht einen Wirbelsturm. Engage mir da richtig schön. Oh, wow, warum stehe ich denn draußen? Holy shit. Stop it. Oh, K6 ist... Oh, Xayah, what are you doing, boys? Ja. Oh, Galio sieht ja richtig gut aus. Ich weiß jetzt nicht, warum jemand unbedingt im Early Game einen Traven oder die generell waren gesteckt, weil ich aus dem Busch gelaufen bin. Spielen wollen. Ja, angreifen. Keine Ahnung, hat wenigstens Kartus einen Assist bekommen dann. Warum hat denn er hier schon... Auf das ich mir nicht. Ist das eine Art Stundenglas? What the fuck? Warum hat der das von Anfang an? Das neue Passive? Ich habe keine Ahnung. Ja, wirklich. Ich werde hier so viel Müll labern. Das gibt's gar nicht. Aber wir haben noch alle Sammler Spells und das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Hallo.
Oh, lol. Was denn das Cooles? It's something different. Galio ist anders. Ich habe keine Ahnung. Ich werde einfach probieren, was er macht. So. Ah, oh, Nasitten habe ich ja voll drauf. Oh lol, was denn das? Es wird nicht reichen, aber macht nichts. Wen hatten die im Jungle? Einen, den ich nicht kenne, das sind natürlich immer hervorragende Voraussetzungen. Mein Ignite ist draußen. Wer braucht schon Ignite? Ist eh für Noobs. Good job, Mordekaiser. Good job. First Blood hat ja schon Draven. Ist Draven immer noch so OP? Was wurden hier eigentlich aus? Wie hieß er denn? Mr. Draven, Super Flamer. Hat ja noch mehr geflamed als ich. Das war cool. Ich habe auch aufgehört mit LOL, weil die Troller und sowas nie gebannt wurden, immer nur die Flamer. Und man flamet ja nicht ohne Grund, zumindest wenn du ein guter Flamer bist. Macht mein Q, mein B. Boah, ich glaube, wir haben Galio komplett verändert, ne? Ich glaube, wir haben den richtig kacke gemacht. Ich sollte auch mal warten. Stop it! Batsch! Der Auto-Attack gefällt mir allerdings, muss ich sagen. So. Damage wird reduziert und ein Taunt, okay. Kein geiles Schild mehr, womit man sich heilt. Schade! Schade! Na gut, müssen wir damit leben. Wir müssen damit leben, zu verlieren. Ja, schlag. Oh, schlag mich zu. Das Ding ist halt, ich finde das übelst langweilig gegen Kados zu spielen, weil die immer mega defensiv spielen. Ich meine, ist ja richtig die Farm. Ja, einfach eine Pot reinklatschen, gut ist. So. Kann ich gar keine Tower Dives mehr mit Galio machen wegen seiner coolen ehemaligen B. Hörst du jetzt mal auf? Das bleibt aber auch irgendwie das Crew auf der Stelle, ne? Finde ich jetzt nicht schlecht. Ja, stop it! Warum kann der eigentlich durch Wände laufen? Das würde mich fast mehr interessieren. Ja, das macht über Overtime Damage. Macht mein Ultimate eigentlich. Springt zu einem verbündeten Champion. What the fuck? Wo ist mein geiler Super Mega Burst hin? Ich glaube, ich habe Leugonsch auf die richtige Größe gezogen. Müssen wir mal ein bisschen pushen. Weil der liebe Kato sich weg teleportiert, gleich wieder her teleportiert. Immer fix back. Ich leugne nicht auf der richtigen Größe. Mal gucken. Zähne bearbeiten. Gamefenster. Hm. Sehr schön. Soll ich mal ein Video gucken? Haben wir. Hm, komisch. Ich glaube, hier unten ist so ein schwarzer Balken hier. Aus unerklärlichen Gründen. I don't know. Stört sehr? Ich hoffe nicht. Wenn doch. Ist mir egal. Hui. Stop it. Nee, will ich nicht. Obwohl. Ja, perfekt. Flash is out. Mehr wollte ich gar nicht. Perfekt. My friend. Lässt du das mal? Hier, ich bin Großmaster Galio. Ja, Kane oder was das wie er hieß, ne? Ist da. Ich locke mal ein bisschen. Hallo. Ich beams der Galio. Ein Snicer Midlaner. Reinpushen.
Macht immer Freude. Guck mal, helf mal hier mal ein bisschen. Oh, voll entspannte Musik. Sehr schön, Mordekaiser. So kenne ich mein Team. Carried mich. Was? Ne, für die Neuen, die durch Trainer Go dabei sind und vielleicht andere Neue. Ich habe früher auf einem sehr hohen Niveau gespielt. Ich möchte jetzt nicht sagen, welches, weil es mir aktuell peinlich wäre. Weil ich aktuell gar nicht drin bin. Aber ich war doch ziemlich flamerig veranlagt. Und habe eigentlich jedes Spiel hart gecarried. Zumindest 95% der Spieler. Ich komme mit einem neuen Galio. Ich kann den null einschätzen, ne? Ah, der macht wenigstens. Ah, okay. Jetzt habe ich die Q wenigstens ein bisschen begriffen. Yo, hi. Was ist mit dir? Was? Werden wir jetzt Freunde? Ich glaube, die haben Lanes geswappt. Sag mir doch mal Hallo, oder? Ich will nicht gegen Illaoi spielen. Die habe ich schon noch mitbekommen. No! Low. Ist wirklich low. Just do it. Do it for Demacia. Nice. Da kommt der Galio Assist. Wie kann man nur so krass Galio spielen? Ich frage mich auch. Natürlich frage ich mich das nicht, aber... Das geht mir direkt auf die Eier, ne? Also, der E ist ein Dash. Ich muss mich am Leben ein bisschen durchlesen, was das Zeug macht. Ist immer gut, unvorbereitet ins Spiel reinzugehen, aber da bin ich Profi. Macht ein bisschen Schaden. Gibt's ein Knock-Up. Aber hat auch einen kleinen Delay, ne? Hat auch einen kleinen Delay. Okay, der Tower ist fast weg. Oben ist auch weg. Kann sein, dass jetzt Kartos runtergeht. In die Mitte zurück. Minions. Ich habe einen bekommen. Stark. Ich gehe gleich mit dir. Push mal rein und gehe nach unten. Zack. Zack. So, ich gehe mit dir. Illaoi hat keinen Bock auf Mordekaiser, ich aber auch nicht. Haha! No wasted. Oh, ich wollte dich retten. Farmt gerade. Der Bitch. Boah, da kam der Flash. Vielleicht besser für dich, Freund Blaser. Warum greift der Tower mich eigentlich an? Eine ganz blöde Nebenfrage. Könnte knapp werden, wenn er sein Ultimate hat. Alles im besten Gange. Alles im besten Gange. So, was hat man eigentlich für eine Passive? Das ist der Schlag, ne? Geht auch nicht mehr auf Magic Resist Damage. Alles klar. Wir lernen eine Menge neuen Stuff dazu. Mein Team ist gut. Bin erstaunt. Kenn ich gar nicht. So gefällt mir LOL doch wieder gut. Warum habe ich eigentlich aufgehört, LOL zu spielen, bevor die Frage kommt? A, weil ich viel geflamed hatte und deswegen eigentlich oft auf der Abschlussliste war. Und weil Troller oder absichtliche Ranked
Zerstörer nicht gebannt worden, aber die Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass er in dem Fall in der Runde nicht nur schlecht ist, sondern es absichtlich macht. Und weil ich nie einen PBE-Account bekommen habe, da ich sehr weit oben war und habe 3 Jahre aktiv gespielt und konnte eigentlich echt... Ich helfe dir. Ich helfe dir gerade. Ich helfe dir nicht. Sehr aktiv spielen konnte, war eigentlich auch... Konnte Sachen sehr gut einschätzen. Und gerade für den Verlauf des zukünftigen Spiels wollte ich meinen Senf dazu beigeben. Aber die meinten, etwas zu wenig Spielerfahrung, ne? Extrem hohe Elo. Ja, komm, mach den Q. Nein. Und dann wirklich 3000 Spielstunden. Ich selbst auf dem Account hatte ich ja fast 1500 Normal Wins. 2 Monate unseren Account, um mit Freunden zu chillen. Dann habe ich ja noch Freunde beim Elo-Pushen geholfen. Ich habe so viel Zeit in das Spiel investiert. Dann kam zu wenig Erfahrung. Da ist mir der Kragen wirklich... Das hat mir geplatzt. Kane ist da, yo, fuck off. Yo, hi, boy. Kriegst du noch was drauf? Was war denn mit dem los? What the fuck? Ich dachte, er ist tot. Was ist das für ein Champion? Hä? Ist der unsichtbar? Hä? Unsichtbar? Sollten wir vielleicht mal die neuen Champions angucken. Geht Englisch, bro. 11-11 steht's. Wow. Kane Doppelkill. Was hat denn eigentlich für 3-1 jetzt? Kotzt mich ja direkt an. Was war das denn? Holy shit. Los, Mordekaiser. Do it. Können wir allerdings mal angehen. What the fuck? Ein bisschen extra Money brauche ich. Ja gut. Würde ich jetzt aber trotzdem nicht unbedingt freiwillig denken. Weil der Ulti wirft? Keine Ahnung. Ihr schafft das schon. Was ist denn hier eigentlich mit Kato? Er ist Stufe 11. Aber outfarmen tut er mich nicht als Kratos, was mich ein bisschen stark wundert. Ich würde mich ja jetzt gern mit meinem W heilen, aber... Jo, kill? Nein. Okay. Zack. Jetzt auch Stufe 11, alles ist cool. Hab ich natürlich kein Ultimate. Ich will eigentlich nur dich weghalten. Da ist jemand. I'm on my way to help you. Haha, jetzt bist du nicht in mich gegangen, wie es Kha'Zix gesagt hat. Warum kann ein Champion überhaupt in mich gehen? Das ist Vergewaltigung. Man geht nicht ohne den Willen von jemandem anderes in einen fremden Körper. Das ist ekelhaft. Das ist aber ist typisch LOL. Guck mal, extra Money. Ich geh mal Base. 1500 Gold. I need some Burst Damage. Ich bin voll AP, Galio. Habe ich früher immer gern gespielt. Ich wollte gucken, ob es funktioniert. Und dafür sind auch Normal Games da, um ein bisschen abzuchecken. Was geht? Was geht nicht? So, Stundengas. Baut man nicht mehr so. Wie baut man es denn dann? Alles. Ah, dafür ist. Hä, warum? Hat er 600 Gold mehr gehabt? What the? Warum hat Kratos zu Beginn 600 Gold mehr als ich? What the? Na, 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 na.
Oh, ich hasse K6 Ulti, die Ultimate, ne? Da wäre schön, wenn du mich das machen lässt. Zack. Ich muss sie doch irgendwie wegbekommen, oder? Oder? Nein? Ich wollte nur weggehen wegen Kartes Ultimate. Da ist wieder Kane wieder an irgendjemanden. Jenna, nein! Nein! Zaya! Jetzt haben die uns übelst gepawnt, weil sie zu dritt den ersten Turret ver... Oh. Leute, wie lange spielt ihr, dass ihr das... Lasst doch einfach einen Tower fallen, das ist nur ein bisschen Geld. Und ne, ein Tower plus 5 Millionen Kills. Komm hier. Ich will einen geilen Tentakel ins Gesicht, zack. Yo, hi. Ist das so cool, ich kann direkt wieder Base gehen. Mach ich auch. Also Kane scheint übelst broken zu sein. Gut, Draven brauchen wir nicht drüber reden, der war schon immer broken. Warum kaufe ich mir eigentlich das? Ich kaufe mir jetzt das Echo. Ich hoffe, das ist noch ein geiles Item. Wenn nicht, dann... Ja, nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Macht doch keine Scheiße, Leute! What the fuck? Ihr habt fast nichts gewartet. Ihr kranken Schweine. Ich will hier mal ein bisschen Respekt machen. Zack, hier, gibt keine Kills für euch. Da unten müssen wir aufpassen. Was macht denn der für ein Schaden? What the? Oh, ich hasse diesen Champion. Was macht denn? Ich drück W. Weißt du, ich dachte. Ich bin einfach nicht im Spiel drin. So. Guck dir das mal an. Ein Tentakel. Gar kein Stress für den Champion. Mordekaiser über Rush, overextended. Kartus ist fleißig am Farm. Ah, ich habe mehr als Kartus, what the fuck. Ich glaube, ich kann Galio von meinen alten Mains streichen. Ja, mal gucken. Hat ja kein schlechtes Set, aber irgendwie fehlt der Damage. Ganz komisch. Jetzt halte ich mein Galio. Wollte ich mein Galio, wie ich ihn liebte, wie ich ihn carryte. Das macht halt echt wenig Schaden, gerade wegen dem Dash. Fehlt ein bisschen Burst. Ja, ja, die sind da, das ist mir bekannt, danke. Ja, Bluber. So, zack. Oh ja, bitte kein Damage machen. Draven. Nein, ich kann das verteidigen, ja, aber... Und wieder jemand, der ist gewardet. Zack, der ist tot. Ne, da kommt irgendwas, oder? Hinter uns ist irgendwas. Komm, fuck off. Kein Bock, eine Karte sollte hier ins Gesicht zu bekommen. Hier und immer noch Tank wie früher. Und Kartus. Ich stehe wieder außerhalb vom Busch, ne? Tja, hast mich zwar getroffen, aber juckt mich nicht. Wie steht's denn? 16-20. Steht sogar noch positiv. Schön. And now run, boys. Ich hoffe, ich bin gleich in. Umgebung drin. That's my assist. So, dann holen wir uns mal den Mitte, ne? Da ist ein Draven, da ist ein Draven, da ist ein Draven. Pseh!
Da war ein Traven, boy. Der Taunt ist ziemlich cool von... Ach, ich kann nicht durch Gebäude durchtaunten. Yo, alles klar. No. Ach, komm schon. Taunt man uns jetzt gegenseitig, ja? Oh, oh, der macht sogar Schaden. Warum flash ich nicht? Und warum macht Zion so viel Schaden? Der ist der Support. Der hat... Oh mein Gott. Ein dummes Spiel. Ein dummes Spiel. Ich weiß auch, warum ich aufgehört habe. Weil Tanks einfach... Es gibt so viele Kunden, die mich aufgeregt haben. Ah, diese komische Adi-Bürst mit Gedöns. Die ganzen APler wurden übelst tot genervt. Und die ganzen ADler wurden richtig schön gebufft und die Items wurden für APler immer teurer und immer schwächer und für ADler immer günstiger und besser. Dann die Tanks, unzerstörbar, machen Damage ohne Ende. Aber Bürster, nö. AD-Carries war eigentlich ein übster Müll, weil du von allem getötet wurdest. Lauf doch bitte da nicht immer rein, ja, danke. Geh hoch. Also, ist schon ein krankes Spiel. Hier, Ilaoi wird mich wahrscheinlich gleich wieder töten. Warum macht nicht so viel Schaden? Warum ist ein KT6 schon wieder tot? Ich geh jetzt mal fix Base, bevor Galio Ultimate... Ich geh nicht Base, ich kann nicht Base gehen. Jo. Ah, nailed it. Aber jetzt ist... Wie heißt der Kane, ne? Kayena? Was ist das denn für ein Champion? Das ist doch so ein Xing Zhao für Arme, Alter. Holy shit. Das ist wirklich ein Xing Zhao für Arme. Kaufen wir uns jetzt eigentlich? Rabadon's Death Kit? Okay. Ein Lappen-Champion. Hol dir mal lieber den Pure. Guckt euch mal an, wie tanky der ist. Der macht einen Schaden. Das ist witzlos. Und warum... K6 schafft ihn nicht im 1-on-1. Ich bleib gleich in der Base. Ich bin eh zu spät gekommen. Also, da haben sich wieder ein Champion einfallen lassen. Ich weiß schon, warum ich Riot Games gequittet habe. Ich weiß es schon. Ja, es ist schön, dass du kommst. Ich dachte, er kommt. Nein? Hallo Kane. Du warst wieder in mir, du ekelhaftes Stück Scheiße. Oh ja. Warum probier es eigentlich? Der Kane, der ist broken. Habe ich eigentlich direkt wieder einen Anlass, das Spiel zu quitten. Erstes Spiel, will meinen alten Main probieren, haben sie zerstört, einen Champion erschaffen, der noch behinderter ist als Yasuo und die ganzen Zeug. Der verschwindet einfach im Champion drin und sagt sich, yo, fuck off, what the fuck? What the fuck? Und schon beginnt das alte Geflamme wieder, Mann, habe ich es vermisst. Deswegen habe ich eigentlich PUBG angefangen, um Leute voll zu schreien. K6. Was glaubst du, was passiert? Bei einem Traven, ich glaube, der hatte schon Red Buff, einen Karthus und einem Sion. Einer würde ich slowen und die anderen werden ich einfach töten. Also, erstes Spiel geht mit einer Niederlage los. Ist übrigens ein Live-Match. Ich habe mir auch vorgenommen, das Spiel aufzunehmen, deswegen Knowledge als Traven. Wann ist das passiert? Warum kannten die eigentlich durch Wände springen? Was ist denn das für ein Champion? Yeah, Sion ist tot. Wuhu. Was ist denn los? Wir werden bestimmt
bestimmt gleich hier abgefangen. Nein? Okay. Warum wir mit Mordekaiser also keinen Baron machen? Ah. Also, halte ich mal kurz fest, was mir aktuell auffällt. Wie ein Broken Champion. Draven immer noch wie früher, einfach drauf. Xayah scheint kein guter ADC zu sein. Also jetzt der Champion, nicht der Spieler an sich. Kommt mir ein bisschen weak vor. Und sind ADCs generell ein bisschen weak. Draven ist immer eine Ausnahme. I don't know. Katus ist so nicht gut. Ich will einfach mal hier warten. Da kommt hier. Guckt euch mal Kane an, der hat nicht. Also, klar, ein schwarzes Beil, aber. Der haut Schaden raus, als. Wie so eine Atombombe, Alter. Dann verschwindet einfach in allem. Das ist Vergewaltigung, Alter, wirklich. Ja, ich komme ja schon schwer, dass uns keiner hierher laufen sieht, aber. Ist halt schnell tot, ne? Xayah war auch Base. Ach komm, fuck off. Ja, komm. Weniger Schaden. Mordekaiser ist tot. Nö. Komm. YOLO-Mod! Zack! Und irgendwie wurde ich weggebürstet. K6, you just stop. You all are just bad. Okay. K6 ist mad. Ist wohl engaged in der Hoffnung, dass er endlich mal. Wow. Meine Rückkehr zu LOL und genauso habe ich mir das vorgestellt. Eine. Better Team 1, Alter. Wo ist denn das Better Team gewesen? Kane einfach irgendwie broken as fuck, man. Warum kann der. Ich verstehe es, ne? Mein Galliot, das ist wirklich so ein richtiger Abtörner. Mein alter Hauptmain, komplett anders. Ich will jetzt nicht schlecht reden, aber komplett anders. Der war vorher einfach mega nice. Und dann noch so ein schwules Dick und Emoji, what the fuck? Ich weiß, warum ich aufgehört habe mit LOL. Ich weiß nicht, wie lange ich das Projekt mache, aber es wird nicht lang gehen. Es wird nicht lang gehen, wenn es so weitergeht. Hallo, continue. Ich muss jetzt jemanden honoren. Kann man das überspringen? Ja, Gestes. Wird nicht gehonnert. Level 31, jo. Level 30 hat wohl nicht mehr gereicht. Oh, sinnlos. Sinnlos. 25k. Ah. Easy Mouse Damage in the Game. Katos, sehr gut, wegen Ultimate. Draven. Kane hat fast kaum Schaden gemacht. Was Draven? Ich kann die neuen Champions nicht einschätzen. Ich brauche jetzt erstmal eine Zeit, um mich einzuspielen. Aber der erste Eindruck von LOL wieder anzufangen, ist ganz schön beschissen. Und mit diesen positiven Worten möchte ich den Montag einladen. Einleiten. Morgen kommt PUBG. Also freut euch. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.